Und es geht weiter mit ein wenig Twin Saga. Ich stürze mich direkt ins Geschehen als Jäger Level 35. Ich habe jetzt in den letzten Tagen immer die täglichen Missionen allesamt mit. So, erstmal alle Begleiter herbeirufen. Genau, die täglichen Missionen habe ich allesamt erledigt mit dem Jäger. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell die Nebenklasse hochleveln kann. Das geht echt flott. Das heißt, man wird gar nicht unbedingt dazu gezwungen, echt nur eine Klasse hochzuzocken, weil ansonsten sind die anderen nicht stark genug. Das ist hier in Twin Saga ganz und gar nicht der Fall. Und das gefällt mir. Da kann man auch mal andere Charaktere ausprobieren. Und ich muss sagen, der Jäger unterscheidet sich jetzt. Ja, doch, er ist auf jeden Fall kein Schütze. Aber sehr ähnlich. Und von daher findet man sich da schon ganz gut zurecht auch. Ja, 35 der andere war, Moment mal, das muss ich jetzt direkt, kann ich mir gleich ansehen. Aber der war auch erst 38 oder so. Das heißt, am Anfang, die Kurve steigt dann dramatisch an irgendwie. Am Anfang levelt man unheimlich schnell. 39 hatte ich den dann. 39, 16, 35. Das ist echt eine gute Taktik. Einfach mit den Schicksalsreisen da immer wechseln und die Dailies. Bei diesen Dungeons, da, wie heißt die königliche Schatzkammer? Da gibt es zwei Dailies in der Nähe. Die habe ich immer erledigt. Habe ich da schon die ganzen Geschenke geöffnet? Ich war einmal im Kunichi-Wunderland. Klassenfibel. Ja, das lohnt sich vielleicht mit Level 1 so eine Klassenfibel. Eine Schmuck-Evo-Rolle, habe ich die bei einer Quest bekommen oder im Kunichi-Wunderland? Oh, diese ganzen Treuepunkte muss ich einlösen. Charakterfibel, das wirkt sich alles nicht so dramatisch auf die Erfahrungspunkte aus. Das ist, glaube ich, eher so für den Einstieg. Na gut, habe ich die 12 Waldnomis jetzt schon. Sieht wohl so aus. Ich habe da irgendwie zwei oder drei Hauptquest-Stränge, wenn ich das richtig sehe. Und habe mir jetzt mal den anderen zur Brust genommen. Da muss ich mit Phantom-Tänzerin Kathy sprechen. Da darf ich mir was aussuchen. Eine blaue Wächterkugel. Endlich mal. Verteidigung oder Lebenspunkte. Ich genehmige mir die Lebenspunkte. 10.600 habe ich aktuell. Sind das neue Tränke? Riesig. Wow. Die sind riesig und heilen fast doppelt so viel wie die anderen. Aber Moment mal. Den blauen Stellaritkristall werde ich erstmal einlösen, sortieren und jetzt. Ach so, bei Blau habe ich schon was. Bei Grün fehlt mir noch diese Kugel. Warum habe ich hier so eine gute drin? Wann habe ich die denn bekommen? Keine Ahnung, vielleicht im Dungeon bei den Dailies. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ist da eine ziemlich gute Kugel drin gewesen. Ach so, ich dachte, ich muss jetzt irgendwas sammeln, doch in Wahrheit sind diese Rotobären eigentlich Gegner. Roto, weil rotierend und so. Und Bären, weil sie Bären sind. Nein, nicht ganz. Rotobären. Ja, alles klar. Woher kommt denn diese Waldnomi? Naja, wie auch immer. Eine Truhe, keine Ruhe. Mit Mountsfred muss ich sprechen. Ach, der ist ja in meinem Karawandel. Da sollte ich vielleicht auch mal wieder reinschauen. Hier irgendwo Taste H. Ich glaube, dieses Karawandel kann man von überall aus betreten, wenn ich jetzt nicht lügen sollte, oder? Da kann man einfach rein. Lounge betreten, Werkstatt betreten, was ich möchte. Wahrscheinlich funktioniert es nicht im Kampf, das ist klar. Aber ansonsten. Hui, robuste Barbarenweste. Direkt ein besseres Item gefunden aus dieser Truhe. Wer hat denn da gelootet? Ich habe es auf jeden Fall nicht angeklickt. War das mein Samuel, der für mich gelootet hat? Du bist aber fleißig. Ich will einen neuen Senshi haben, das muss ich sagen. Wann gibt es da mal wieder was Neues? Oder wie bekomme ich die denn? Moment, warum hat sich das nicht gespeichert? Muss ich diese Hub hier jedes Mal das Fenster da runterziehen, wenn ich mich aus- und wieder einlogge? Das fände ich nicht so schön, um ehrlich zu sein. Moment mal, ich will nicht immer an einem Ort stehen bleiben, wenn ich kämpfe. Oh Mann, mein Inventar. Mein Inventar, das gibt es ja wohl nicht. Hier kann ich den Senshi hochleveln. Mache ich das auch mal nebenbei. Du hast Senshi erhalten. Das kann ich irgendwas fusionieren. Moment, wo war denn das nochmal? Wow. So schnell wird's Tag. Alles klärchen. Fusion. Wo ist denn der Brustpanzer? Nö, das sieht schlecht aus. Handschuhe, dieses Teil. Nö. Da ist nichts möglich. Das heißt, die kann ich einfach zerstören, oder? Kann man damit irgendwas machen? Kann ich die Item-Synthese?
In Aura Kingdom gab's was, oder war das in Eden Eternal? Und plötzlich ist es Nacht. Okay. Da konnte man... Wer läuft mir denn danach? Wer bist du? Ach, noch von der Quest. Da konnte man irgendwie Items einfach zu Schrott verarbeiten, aus dem Inventar heraus. Also Schrott im Sinne von... Keine Ahnung. Eine grüne Kugel! Im Sinne von irgendein Crafting-Material. Sehr schön! Reichweite von Kraftschuss plus 1 Meter. Ach so, ist das überhaupt für meine Klasse? Jägerstellarit. Kraftschuss. Habe ich das als Jäger auch? Nein, ich denke, das ist für den... Ach so, Jägerstellarit. Quatsch, ich bin ja Jäger. Schütze, ich war jetzt... Sorry, ich war verwirrt. Kraftschuss. Das ist der hier. Reichweite plus 1 Meter. Ja, warum nicht? Höhere Reichweite hört sich nie so verkehrt an. Und die letzte Rotobeere wegschnetzeln. Komm mal ran. Und lass dich besiegen. Lass uns hier anhalten, dann erklärt sie mir den Rest des Plans. So, jetzt bekomme ich diese riesigen Tränke. Dann wird es, denke ich, Zeit, die auszutauschen. Sortieren, denn ich finde sie gerade nicht. Hier sind sie. 20 Stück habe ich schon davon. Die... dürften dann wichtig sein für den nächsten Dungeon, dass ich da nicht einfach abnipple. Ein magischer Schlüssel. Was habe ich getan? Ansehen? Das wollte ich gar nicht. Gerechtes Urteil? Was ist das jetzt? So, ich wollte magischen Schlüssel benutzen. Nämlich bei diesem Barriereportal hier. Und was passiert da? Ich habe die Barrierevorrichtung aktiviert und jetzt leuchtet es hier oder so. Kann das sein? Ich denke schon. Und das ist gut so. Horrorlilien, jetzt geht's aber mal los. Jetzt geht's aber mal los. Und warum immer 12 Stück? Da war der Questerfinder nicht allzu kreativ. 12 Stück hiervon, 12 Stück davon. 12 Stück hast du nicht gesehen. Moment mal. Ach, hier steht's immer dran. Drachenkriegerkugel. Ah, okay, die haben schon den richtigen Namen. Weil, wenn ich dieses Teil zum Beispiel ausrüste, kritischer Schaden von Salve erhöht. Das ist natürlich nur für den Schützen nützlich, aber die heißen dann auch schon Schützen, Paladin, Drachenkrieger und so weiter und so fort. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr auf die Namen achten, um mir die perfekten Stellarite zu holen. Aber ich glaube, die sind auch ganz gut, wenn man nicht die für die passende Klasse hat, weil es gibt ja nicht nur einen Effekt, sondern zwei. Einmal die normalen Stats, die jede Klasse benötigt und dann noch ebenso ein Effekt, der eben auf die speziellen Skills wirkt und ja, aber ansonsten, wenn man die Klasse wechselt, muss man immer jeden Stellarit ändern und so. Ich weiß, da gibt es irgendwie vorgefertigte Seiten sozusagen, die man speichern kann. Ja, genau. Gut, wie viel habe ich denn schon? Ich muss mal hier auch mit dem Jäger ohne Interface kämpfen, dass man das Effektfeuerwerk von dem mal ein bisschen sehen kann. Komm ran, Horrorlilie. So, ja, der ist schon ziemlich schnell unterwegs und hat auch Feuerwerk bei sich. Das schaut nett aus mit den lila Ketten, Moment. Achso, dieser Skill hat eine längere Abklingzeit, leider. Ja, das ist schon heftig, wenn man da mal ein bisschen genauer drauf achtet, wie die ganzen Skills aussehen. Das ist schon schön anzusehen. Und zurück zu ihr. Nochmal 10 Tränke, das ist gut so. Dankeschön, Erfahrungspunkte bekomme ich natürlich auch. Und gleich steigt meine Klasse im Level. Es gibt neue Kostüme. Das ist aber ein bisschen freizügig, da gibt es ja gar keinen Schutz. Und hier ebenfalls, das passt, ja, das passt fast zu meinen Haaren. Aber leider nur fast, keine Ahnung, wofür ich mich da entscheiden werde. Mal schauen, ich muss die Quest ja... erst erledigen, ich muss die Brutal-Lilie besiegen. Also die Brutal-Lilie, die brutale Lilie. Wow, da ist sie auch schon. Da ist sie auch schon. Vernichten wir sie. Level 33. Ja, das würde ich definitiv auch sagen. Wow. Vernichten wir das gute Teil. Definitiv, ich sehe gerade nichts irgendwie, wenn sie diesen einen Skill einsetzt. Aber keine Sorge, ich habe auch so einen Skill. Der nennt sich hier Fatalismus. Moment mal, heilen die kleinen Dinger die auf? Die hatte doch schon mal weniger Lebenspunkte. Ich kill die kleinen mal lieber. So, jetzt die große. Die heißt Gurma. Wo ist denn die Brutal-Lilie hin? Vielleicht kommt die erst danach. Keine Ahnung. Ich habe aber noch keinen Trank verwenden müssen.
Also ich verwende die sowieso nicht. Das geschieht automatisch. Aber trotzdem. Irgendwie bisher war das noch nicht notwendig. Und da ist sie. Kampfende. War das jetzt die brutale Lilie oder war das Gurma? Das war anscheinend die brutale Lilie und ich nehme das Rittergewand, obwohl das heißt Jägerherz. Doch, Jägerherz, ich bin Jäger. Ich muss dieses wählen. Das Jägerherz-Kostüm. Level up, Jäger. Und nochmal 10 Tränke, sobald ich diese Quest erledigt habe. Hier hole ich mir den optimierten Bogen. Der erhöht die Reichweite von Doppelschuss, Kraftschuss, hast du nicht gesehen, um 3 Meter. Und Abklingzeit minus 15%. Bestätigen. Yo. Was habe ich bekommen? Dieses Kostüm. Dann trage ich es einfach mal, wenn ich das schon habe, obwohl das andere definitiv mehr hermacht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die Items eine lesen. Und dann. Ich levele mal den Senshi noch ein bisschen hoch. Moment, wo ist er denn? So. Senshi XP, Senshi XP, Senshi XP. Verfügbare habe ich jetzt 3000. Kann ich den jetzt verbessern? Upgrade. Ja, das ist schon längst überfällig. Warum macht das denn niemand? Benötigt XP 30. Ach du meine Güte, ich bin mir sicher, das hat mir schon irgendwo jemand per Post geschickt oder so. Als Tipp, aber die verschwinden immer, die Nachrichten. Boah, der wird jetzt richtig stark. Wie oft kann ich das denn tun? Das ist ja heftig. Und auf der Bank habe ich auch richtig viele Chakranit und hast du nicht gesehen, Need. Ach, dafür verwendet man die. Irgendwie muss man alles immer rechtsklicken. Relativ häufig. Nein, evolutionieren möchte ich dich nicht. Einfach nur upgraden. Sauber, aktuelles Level 18. Yo. Gut, Schilling, du Noob. Schilling, 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 du Noob. Hier Geschenke, da habe ich auch irgendwo welche. Nein, die sind jetzt auf der Bank. Na gut, egal, weiter geht's. Denn ich habe so das Gefühl, dass ich mich schön langsam, ja, ein bisschen verbessern muss, was meinen Charakter betrifft. Alles machen, immer Fusion, Senshi hochleveln, richtige Stellarit ausrüsten und so. Weil der Solo-Portal, nicht Solo-Portal, sondern Solo-Dungeon. Ich will nicht sagen, dass es knapp war, aber man merkt definitiv, dass in Zukunft größere Herausforderungen anstehen werden. Und deshalb kann man sich da ja mal ein bisschen vorbereiten. Und ach so, ich habe schon alles. Minze, Minze, Minze. Oh mein Gott. Mit Steuerung, Linksklick benutzt du den gesamten Stapel. Nein, Rechtsklick. Steuerung, Rechtsklick, ganzer Stapel ist verwendet. Ach man, Leute, warum sagt ihr mir das nicht? Nein, das hat mir bestimmt schon jemand gesagt und ich habe es einfach nicht gesehen. Aber bei den Treuepunkten funktioniert es anscheinend nicht, oder? So, die löse ich alle ein. Sehr gut. Oh Mann, ich muss noch so viel lernen hier, junger Padawan. Und während ich hier diese netten Kollegen lausche, beende ich das Video erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.